Herzlich willkommen zu My Podcast. Ich bin Journalistin Laura Lewandowski und gemeinsam mit My Postcard, deiner Lieblings-App auf jeder Reise, bekommst du in den nächsten 5 Minuten spannende Inspiration aus aller Welt. Meine Gäste, Reiseenthusiasten, Influencer und Experten aus der Travel-Branche. Sie verraten uns, welche Erfahrung unvergesslich war und vor allem, aus welchem Land du deine nächste Postkarte schreiben solltest. Dann freue ich mich sehr, Livia als Vertriebsmanagerin von der Deutschen Post heute begrüßen zu dürfen. Livia, schön, dass du da bist. Erste Frage vorab. Wann bist du das letzte Mal verreist? Erste Februarwoche. Wir waren zum Skifahren in Bayern und in Österreich auf der Loferalm. Sehr, sehr schön. Und gab es da auch eine Postkarte oder wann hast du deine letzte Postkarte eigentlich geschrieben? Ich schreibe tatsächlich in jedem Urlaub Postkarten. Das ist ja auch mein Job. Nee, ich liebe Postkarten. Und daher Weihnachten und im Urlaub gibt es regelmäßig, zumindest an die Familie und an die engsten Freunde, eine Postkarte. Stell dir vor, ich würde dir jetzt so eine Blanko-Postkarte geben. Da ist kein Foto drauf und auch noch gar kein Text. An wen würdest du diese Postkarte schreiben, wenn du damit jemanden grüßen darfst, mit dem du deinen letzten wunderschönen Urlaub verbracht hast oder mit dem du ein Abenteuer erlebt hast? Würde ich tatsächlich an meinen Mann verschicken. Mit ganz, ganz vielen Liebesgrüßen. Und beschreib doch mal das Foto, das du da hochladen würdest, die Szene, welches Motiv könnten wir sehen? Was habt ihr da zusammen erlebt im letzten Urlaub? Das wäre definitiv eher so ein Blick über den Horizont aus der Langlaufloipe beziehungsweise auf der Skialm, ein Bergpanorama. Und wo genau war das? Kannst du mal beschreiben, wie ihr da drauf gekommen seid? Wie viele Tage wart ihr da? Also wir waren letztes Jahr doch schon in der Nähe und fanden es einfach großartig, weil es ein tolles Familienskigebiet ist und sind da dieses Jahr sozusagen wieder hingefahren, weil es halt von Berlin aus noch halbwegs ganz gut erreichbar ist, in 7-8 Stunden zu fahren. Und ja. Warum sollte das jeder mal gemacht haben? Warum kannst du das empfehlen? Also für Familien mit Kindern kann ich das sehr empfehlen, weil damit sehr viel Rücksicht Ski gelaufen wird und es halt nicht ganz so voll ist. Und kein Après-Ski mal davon ablenkt, sozusagen mit Alkohol auf der Piste unterwegs zu sein. Und es halt wirklich noch nachhaltiger Tourismus, der da stattfindet. Und das schätze ich schon echt sehr. Und was kann man da zum Beispiel in der Nähe auch noch machen? Habt ihr da ein paar Ausflüge gemacht oder irgendwas, das du empfehlen kannst? Also man ist ganz, ganz schnell in Salzburg beziehungsweise am Königssee, wenn man mal einen Ausflug machen möchte. Wunderschön. Also es gibt halt genügend Möglichkeiten, abseits vom Skifahren auch mal Wellness zu machen, die Therme zu gehen. Oder einfach halt so in der Natur zu spazieren. Also was würdest du sagen, für welchen Reisetypen ist es genau das Richtige und wem würdest du eher davon abraten? Also für diejenigen, die Ruhe und Erholung suchen und so ein bisschen für sich sein in der Familie, ist es genau das Richtige. Wer eher Abenteuer sucht, dem würde ich das eher nicht empfehlen, weil da ist tatsächlich wahrscheinlich ein Ticken zu ruhig. Wie viele Tage würdest du empfehlen? Also wir waren dort eine Woche, 7 Tage, wobei ich aber sagen würde, 10 Tage wäre, glaube ich, optimal, weil dann würde sich zumindest die Fahrt von Berlin auch ein bisschen besser lohnen und man ist nicht nur gedanklich mit Kofferpacken beschäftigt. Aber 10 Tage wären super. Wenn wir schon beim Kofferpacken sind, wohin soll denn die nächste Reise gehen, beziehungsweise aus welchem Land können deine Freunde als nächstes eine Postkarte erwarten? Das ist tatsächlich Tirol, wieder Österreich. Das ist im Sommer sind wir da wieder in den Bergen unterwegs. Und daher wird es auf jeden Fall von dort dann die Postkarten geben. Sehr schön. Vielen, vielen Dank und eine schöne Reise. Ja, danke schön. I'm gonna change the world. I'm gonna change the world. With a postcard. Send it straight from my heart. Join hands, my brothers. Join hands, my sisters. Gonna do it with my postcard. Show you what's in mind.